Wenn du jetzt die VR-Brille aufsetzen würdest, sag uns, was du siehst und wie du es findest. Coole Sache, aber. Alter! Oh Gott, so richtig geil! Oh mein Gott! Alter! Oha, ich will da hoch! Oh mein Gott, ich würde jetzt so gerne dahin laufen, ne? Hallo. Oh, das ist so cool. Ich sehe einen Park mit einer riesen gigantischen Rutsche. Ein Spielplatz. Viele Graffitis. Alter, ein riesen Baum. Ein Spielplatz, den ich kenne. Auf dem Boden ist es halt so schmutzig und kaputt. Okay, der Boden ist ziemlich ramponiert. Das schaut echt scheiße aus, da liegt Müll. Ich finde, da ist es jetzt auch nicht so ordentlich, also da liegt ein bisschen viel Müll. Ja, nicht so schön. Das ist eindeutig der kälteste Park, oder? Der kälteste Platz? Ja, schaut nicht so schön aus. Sollte man definitiv irgendwie mal aufwerten und was machen draus, weil so hält sich da, glaube ich, niemand gerne auf. Ja, also erstmal müsste der Müll weg, ganz klar. Ja, da könnte man auch mal wieder neuen Boden machen, so wie jetzt auch im anderen Park gemacht wurde. Und also die Mauer könnte neu gemacht werden, auch das Graffiti sieht sehr alt aus. Also was man an den Mauern verändern könnte, ist diese Graffiti. Jetzt ist so eine Idee, wir könnten ja so Regenbogenwand machen. Ja, mehr Farbe auf jeden Fall auch. Alles neuer Boden, neue Rutsche und kindersicherer. Du halt kein Kind will auf dem kaputten Boden mit Glasscheiben spielen, das kann zu sehr schlimmen Verletzungen führen. Halt einfach. Ich würde es abreißen und neu bauen. Eben. Das ist eine Grundsanierung. Was wäre, wenn du den Kältespark verändern könntest? Ja, stimmt, der Zeltespark ist auch richtig ranzig. Ein bisschen heruntergekommen ist er ja schon. Ist halt ein bisschen junkie-mäßig geworden und Ratten sind da halt voll viele. Ja. Und weniger Spielplatz, mehr so Drogenumschwungsplatz und Saufplatz, würde ich sagen. Ja, die spritzen sich, nehmen Drogen, alles Mögliche so. Also da sehe ich kaum Kinder. Das will kein Kind sehen, das will auch allgemein, das will keiner sehen. Was ich nicht gut finde, das ist überall die ganze Zeit so kurze Pisse, also echt einfach so richtig eklig. Und dann, wenn man sich vorstellt, man muss dann durch die Rutsche noch gehen, dann hat man halt so richtig ein ekliges Gefühl. Ich hätte ihn verändert, weil da sind sehr viele Obdachlose und die haben auch bei der Rutsche und so geschlafen. Und ja, das ist nicht so schön. Dort schlafen auch ganz viele Menschen. Also, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber Pennern halt. Dort sind zu viele Penner. Ich hatte zwar nichts gegen denen, aber das Problem ist, manche Kinder haben Angst, dorthin zu gehen. Ja, was man machen könnte, wäre halt irgendwie neues Gerüst, mehr Sicherheit, ein bisschen das Rattenproblem halt bekämpfen. Eine neue Rutsche. Ich würde ihn vielleicht mal neu in Stand setzen oder neu anmalen. Vielleicht neu bemalen oder so mit neuen Farben. Ja, bemalen. Sieht es immer attraktiver aus. Ja. Und ich finde, die sollen einfach nochmal alles von vorne bauen. Ja.